Einen wunderschönen guten Tag. Geile Musik. Herzlich willkommen zu Bandy and the Ink Machine. Herzlich willkommen. Moment mal, ruhig. Bandy and the Ink Machine Teil 2. Wir werden das Spiel heute durchzocken, Leute. Und der Stream gestern kam ja super lässig an. Falls ihr das als Video seht, dickes Küsschen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich bin hier, als das Video kam. Würde ich mich freuen. Leute, wir spielen heute auf entspannt eine Runde. Ohne Lags hoffentlich. Die habe ich gestern anscheinend gefixt. Ich freue mich und ich habe auch richtig Bock. Ich hole einmal ganz kurz den Chat rein. Denn, Freunde, soweit ich das gesehen habe, ist hier jemand, der Geburtstag hat. Psychopath Itachi. Familie. Abonnenten sind Familie, Freunde. Alles Gute zum Geburtstag, mein Bester. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Und heute gratuliere ich dir nochmal. Dickes Küsschen. Wer ist hier gerade am Start? Wer ist dabei? Florian ist auch am Start. Guck mal, ne? Florian schreibt dir gleich alles Gute zum Geburtstag. Richtiger Ehrenmann. Ich freue mich, dass ihr da seid. Richtig schön. Hola, Wladimir. Denome, du Stinker? Wolltest du Stinker schreiben, No Name? Das meinst du nicht ernst, ne? So, jetzt reicht's. Ich gehe offline. Okay, Freunde. Moin, da. Oh, ja, da sind ja doch noch einige da, ne? Ah, Freunde. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Schön. Heute also den Sonntag mit einem richtig coolen Stream ausklingen lassen, ne? Okay. Rein geht's. Ich freue mich. Oh, guck mal, wie viele da schreiben. Ihr seid die Besten. Also, wir gehen heute rein. Ihr wisst, was Phase ist. Wo ist die Musik? Oh ja, Baby. Gib mir die Mucke. Schmeckt. So, ich mach mal einmal hier nochmal schnell ein Fenster. Startbereit und wir gehen rein. Let's go. Kapitel 4. Ich weiß nicht, wie lange wir heute brauchen, aber Leute, Stream ist vorbei, wenn das Game durch ist. Lass uns heute schön Zeit für das Game, weil ich das schon anders fühle, ne? Richtig cool. Denno, dank dir konnte ich meine Hausaufgaben motiviert machen. Danke dir. Alp Fakan, das freut mich. I'm here. Hallo? Let's see if we can find what you wanted me to see. Ah ja. Also wir hatten jetzt in der letzten, also beim letzten Part, das müssen wir einmal nochmal ganz schnell rekapitulieren. Wir hatten Boris als Freund, Leute. Boris der Allerechte. Und der wurde entführt, ne? Einfach mitgenommen. Die haben den einfach mitgenommen. Und wir müssen jetzt Boris suchen. Ich sag euch, ey, ich feiere das auch nicht, was die mit Boris da gemacht haben. Das finde ich überhaupt nicht gut. Wer war gestern dabei? Hashtag OG in die Chatbox. Hashtag OG. Was ist da mit dem Nightbot los, Mods? Habt ihr wieder gepfuscht oder was? Guckt mal da bitte in die Chatbox. Kuss. So. Wir gehen jetzt erstmal schauen, Leute. Wir sind Level S. S steht für Sophie Nagel. Herzlich willkommen in der Familie. Dankeschön. Das hat doch super gut gepasst, oder? So, da geht's zu den Archiven und da ist noch irgendwie so ein Zugang. Und da ist Grant Cohen, das Management Office. Ja. Gehen wir doch erstmal ins Archiv rein, oder? Freunde? Oh, da sind aber ganz schön viele OGs im Chat. Natürlich können wir da nicht rein. Warum auch sonst? In jeder Tür hat bisher immer was gefehlt. Wir können keine Tür vernünftig öffnen, weil immer was fehlt in dieser Kackfabrik. Mando! Was willst du denn jetzt schon wieder, hä? Du alte Wurst. Die Tür ist verschlossen, dann gehe ich mal da rein, oder, Bandy? Was meinst du? Da? Ich gehe da rein, Leute. Indoor Raptor Official, ist das dein Zimmer? Indoor Raptor, sag ehrlich, das ist doch dein Zimmer, oder nicht? Oh nee, ne? Was passiert, wenn wir das Rad jetzt hier nehmen? Aaron, herzlich willkommen auch in der Familie. Ich freue mich, danke für deinen Sub, mein Bester. Kuss. Wir hören uns das an. Was? Hört ihr das? Alter Schwede, Freunde. Da kommt auch schon der nächste Sub rein. Black Demon, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich.
Morgen Königssimulator. Ich sag nur, wie es ist. Dankeschön. Okay, also, ihr habt gerade gehört, ne, das war ein bisschen creepy. Ich kann euch nicht sagen, was das für eine Nachricht war, aber falls ihr Interesse habt, ich würde Bandy and the Ink Machine gerne nochmal als Videoformat bringen, dass wir das Game ein bisschen hacken. Na, wir können uns die Aufnahmen entspannt angucken. Wir können auch über die Wände hinaus, wie in Poppy Playtime. Ne? Falls ihr Bock drauf habt, Leute, schreibt einfach Hashtag Hack in die Chatbox. Dann weiß ich, dass ihr auf jeden Fall am Start seid. Indoor Raptor Official, oh mein Gott, du hast einfach meinen Benutzername gesagt. Im Stream bei mir das erste Mal. Diggi, du hast auch Familienmitgliedschaft, ne? Deinen Namen sehe ich doch. Wenn du oft dabei bist. Oh, was ist das hier? Er wird uns freilassen. Okay. Interessante Musik. Habt ihr das gehört? Hat sich hier irgendwas bewegt? Wir bleiben ruhig, Leute. Wir bleiben ruhig. Wir gehen mal hier rum. Lasst ein Like da, wenn ihr Bandy and the Ink Machine feiert, ne? Dickes Küsschen. Das ist ein Private Room. Wir haben jetzt hier so ein Buch gefunden. Wenn wir daran ziehen, geht der Raum wahrscheinlich auf. Interessant. Wir gehen aber alles erstmal entspannt durch. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Hier drin ist noch eine Kassette und so weiter. Da ist irgendwie noch so eine Tintengefäß. Okay. Und wenn wir zurückgucken, nichts Verdächtiges, Freunde. Na gut, dann hören wir das mal ab. Susie Campbell sagt, sie sagt mir, ich wäre perfekt für die Rolle. Absolut perfekt. Jetzt läuft Joey durch die Gegend und sagt hinter meinem Rücken Dinge über mich. Ich weiß es. Jetzt will er, dass wir uns morgen wieder treffen. Er sagt, er hat eine Gelegenheit für mich. Ich werde ihn anhören. Aber wenn dieser Süßholzraspler denkt, er könnte einen Engel hintergehen und damit davonkommen, dann hat er sich gehörig getäuscht. Alice, oh, wie sehr sie Lügner hasst. Das ist die Frau, ne? Uff. Hi, Denno, Sophie Nagel, was geht? Hallöchen. Ich mach mal das Buch hier. Was? Ich muss jetzt 5 Dinger finden, um den Room freizuschalten. Oh, nö. Och, Leute, verdammt nochmal. Da ist noch ein Buch. Noch eine Glühbirne. Ging an. Habt ihr das auch gehört? Ich hatte das Gefühl, da war jetzt irgendwas. Hier in diesem Raum, ich schwöre euch, hundertprozentig auch noch ein Buch. Ich fühle das richtig. Könnt ihr es auch fühlen, Leute? Ich fühle hier irgendwo noch ein Buch, das man rausziehen kann. War ein Witz, ich fühle es nicht, Leute. Ich fühle es doch nicht. Uff. Alles okay hier? Also, ihr hört mich, ne? Ich habe gerade ein paar Mal im Chat gesehen, man hört mich nicht, aber das würde mich wundern. Qualität ist kaputt. Ist da jetzt echt irgendwas los? Ich muss das einmal anhören, damit ich das... Nein, Leute, das ist Quatsch. Was erzählt ihr denn hier? Also, ehrlich, ne? Da unten haben wir noch ein Buch gefunden. Hä? Was geht denn jetzt ab? In was für einem Film war ich denn gerade, bitte? Moin. Ich bin's, der allerechte Zeitreisende. Yo. Oha. Krass. Ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert ist. Wir haben jetzt aber 3 von diesen Büchern gefunden. Und ich weiß nicht, vielleicht muss man hier noch irgendwelche Bücher ziehen. Ich guck mal. Wir nehmen mal ein bisschen Fahrt auf und so rennen mal jetzt. Verrückt, ne? Das Spiel hat schon ein bisschen was. Also ich finde es echt nicht schlecht. Nur die Sache ist, wo sind die letzten Schalter? Hört wieder irgendwas. Da ist noch ein Buch. Eine Lampe nur noch. Eine einzige Lampe nur noch. Müssen uns die Bücher hier genau angucken, diese Bücherregale. Ich kann mir echt vorstellen, dass hinten in dem Raum noch was ist. Aber vielleicht werden die Bücher immer erst von Zeit zu Zeit so freigeschaltet. Man aktiviert das eine Buch, dann erst das andere. Nicht, dass man alle gleichzeitig aktivieren kann. Das ist natürlich möglich. Müssen wir jetzt mal schauen.
Die Dinger sind weg, geh mal zurück. Oh nein! Du hast recht! Nightmare, Anime, Daniela, die Figuren sind weg. Oha! Uff! Musik, natürlich sind alle cool im Live-Chat, ist ja auch meiner. Na, bei mir ist Liebe, das A und O. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo wir das letzte Buch finden, Freunde. Da kommt der nächste, ne? Mia Maus, herzlich willkommen in der Familie, ich freue mich. Dankeschön. Vielleicht hat das was mit dem hier zu tun, oder? Was meint ihr, Freunde? Hier raufspringen auf die Kiste kann man nicht. Wo könnte das letzte Buch sein? Das ist die Frage. Wenn ich jetzt mal... Also, wir können ja wahrscheinlich nicht hier raus, nee. Das heißt, wir müssen hier in diesem Raum gucken. Und ich sag euch, ich bin wahrscheinlich wieder zu blind. Christian ist heute auch dabei, natürlich. Christian hat auch gestern gesagt, ey, Denno, das war ein richtig geiler Livestream. Mit dem habe ich immer regelmäßigen Kontakt auf Instagram, Freunde. Einer meiner engsten Supporter. So, wo ist das letzte Buch? Habt ihr es gesehen? Wir gehen jetzt doch mal die Runde hier. Wir gehen einfach die Runde durch. Ist hier vielleicht noch irgendwie was zu erledigen? Ich verstehe es nicht. CJ! Herzlich willkommen! Dankeschön! Alter, das geht ja heute wieder Fließband, Freunde. Danke! Ich freue mich mega. Habt ihr das Buch irgendwie ausgemacht? Da kommt gleich der nächste Malik! Das hier ist kein Buch. Das ist eine Kassette. Malik, dankeschön. Das auf dem Tisch. Meint ihr, ich muss das Buch vom Tisch nehmen? Nee, das macht doch gar keinen Sinn, oder was? Ich kann es ja mal probieren. Da ist ein Buch. Nee, da ist nur Bandy drauf. Was ist das hier? Da steht was, ne? Bin vielleicht zu dämlich, um das Buch zu sehen. Freunde, wo ist das? Es muss blinken. Ja, ja, das habe ich auch schon mittlerweile rausgefunden. Aber wo? Wir sind hier alles abgegangen, Freunde, alles. Ich habe mir hier alles schon angeguckt. Aber vielleicht... Da blinkt was, ne? Diese Leuchten. Ganz komisch hier. Das soll jetzt aber irgendwie nichts bedeuten. Nee, sieht nicht danach aus. Okay, wir müssen noch eine Runde drehen. Verdammt nochmal, wo ist das letzte Buch? Vielleicht muss ich ja nochmal an dem Buch da vorne ziehen. Sieht eher nicht danach aus. Mach doch mal die Glühbirne jetzt an! Das kann doch nicht sein, dass hier die Stromleitung mit Büchern verbunden ist. Oh mein Gott, ich bin so dämlich, Digga. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören, Freunde. Betritt die Dunkelheit. Steht direkt hinter mir. Auf dem Papier. Oh mein Gott, was ist das denn? Hier ist doch die Tintenfabrik, oder nicht? Ja, moin. Was ist das für ein Ort? Schon komisch, dass die in der Tintenfabrik jetzt mittlerweile schon bis ganz nach unten gehen. Wir sollen hier wieder irgendwelche Sachen reinlegen, stimmt's? So, meine Maus hier einmal. Ganz kurz. Okay. Da haben wir den Schalter. Ich kann hinübergelangen, wenn ich das Ding repariert habe. Was auch sonst, Leute. Natürlich funktioniert das nicht. Wir müssen es reparieren. Na gut, dann gehen wir mal in diesen sehr sicheren Gang rein. Da, wo das Licht nicht blinkt, es überhaupt nicht gruselig ist. Hört ihr das? Was ist das hier? Ist das ein Tinten? Was ist das denn? Hallo? Ich verstehe es doch nicht so ganz. Was haben wir da jetzt gemacht, Leute? Ich aktiviere jetzt gerade das Teil hier anscheinend.
Ja, moin. Habe ich eigentlich gerade Tinte? Krass. Okay. Also anscheinend müssen wir das da reinlegen. Das war's? Hallo? Kriege ich jetzt noch was? So? Okay, einfach weggetan, das Ding. Da kann ich jetzt aber nichts mehr aktivieren. Sehr komisch. Ich weiß ja nicht. Das ist doch schon wieder richtig merkwürdig. Ich habe das Teil jetzt da reingelegt, ne? Muss ich jetzt hier noch irgendwas aufheben? Ah! Als ob der mir jetzt eine Tasse gegeben hat. Ah, okay. Leute, da kam eine Tasse raus. Was kann man noch machen? Was ist das denn? Knochen gibt's auch? Kann ich da auch mein Merch rausmachen? Würde ich fühlen. Selina Schettler. Hallo, hallo. So, dann machen wir doch nochmal weiter, ne? Komm mal hoch hier, Kollege. Ich muss nochmal an deinen Rücken ran. Moin. Dankeschön. Ehrenmann. Ihr braucht nichts spenden, alles gut. Passt schon, Freunde. Ihr supportet meinen Kanal momentan so krass. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Da ist das Rad. Aha. Jetzt ist das da dran und jetzt können wir das Ding ziehen. Sehr gut, kann ich ja nochmal ein kleines Schlückchen trinken. Ja. Soll ich da jetzt reinspringen? Ach so, ich gehe da natürlich rein, okay. So, jetzt fahren wir hier anscheinend rüber. Ich weiß nicht, wo ich bin, Freunde. Bandita fragt gerade, hey Deno, was ist... Bandita, ich habe hier, glaube ich, ein Problem, Bro. Oh nein. Oh Gott. Wir sind raus. Bandita, das war richtig knapp. DeadSec, die grünen Red Bulls habe ich gebunkert, Brudi. Ich bin süchtig nach den Dingern. Ich sag's dir, wie es ist. Bandita Forza ist bei mir überhaupt nicht gut angekommen. Deswegen läuft es auf dem Kanal nicht mehr. Das kam nicht gut. Paluten hat einfach schon zu viele Folgen gemacht. Okay. Ja, moin. Einfach die Hände aus der Wand. Also, so zu tapezieren, ne? Das ist nicht okay. Wollt ihr eigentlich also Wände haben, aber keine Hände? I see you there, oh. My little errand boy. Die Frau sieht mich. Guck mal, das ist wieder so ein Ding, ne? What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? The thirst for your freedom? Dass hier so eine Figur steht, heißt, wenn wir sterben, würden wir hier wieder erwachen. Gib mir den Wolf jetzt. Wo ist Boris? Ey, das sieht richtig creepy aus. Ich weiß nicht, ne, aber die ist schon gruselig, die Alte. Ich sag, wie es ist. Warum bist du heute so nett? Ich bin doch immer nett, Freunde. Wer glaubt denn, dass ich nicht nett bin? Das bin ich eigentlich immer. So, ich muss mal einmal ganz kurz was machen. Perfekt. Ich denke mal, das wird dem Game jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Freiheit geben. Ich hatte noch ein paar Sachen an, Leute. Oh, was ist das denn hier? Wer ist er denn? Oh, no.
Hallo? Kollege, alles okay? Tintenmann. Alter, Christian Häusler! Er macht schon wieder einen Zehner rein. Och, Digga. Ich hole dich einmal in den Chat. Dankeschön. Ich hole den Chat einmal rein. Vielen, vielen Dank für 10 Euro, Christian. Leute, Hashtag CH, ne? Ihr kennt ihn. Christian ist die Legende auf unserem Kanal. Ist einfach so. Der hat Legendenstatus, der Typ. Aber die Musik hier ist cool. Voll entspannt, Leute. Digga, also als Hintergrund würde ich schon fühlen, ne? Finde ich, hat irgendwie was. Okay, wir haben Tinte getrunken. Hier ist noch so ein Mülleimer. So ganz komisch wieder. Wir öffnen mal die Tür und gucken. Moin! Ist hier Party oder was geht? Hat irgendeiner den Kanal von Denomi abonniert oder den Stream geliked? Irgendeiner? Gar keiner? Wer seid ihr denn? Hey! Kollege! Ach so, die gucken kein YouTube. Ah. Oh Mann, ey, was ist das denn, Alter? Die sehen aber auch echt komisch aus, ne? Da weint einer. Warum muss ich jetzt hier durch den Schacht? Ach Leute, ehrlich jetzt? Ich will da doch gar nicht durch. Ey. Oh Mann. Wir gehen durch, Leute. Ich bin ja da. Na, ich mach das hier schon. Wir gucken mal links durch diese Stäbe durch. Ah ja, okay. Hier geht nichts. Das mit dem Licht ist natürlich immer so eine Sache, ne? Oh, was ist hier? Oho! Moin, Bandy. Was geht? Hallo? Sag mal. Hat er mich gerade erwischt. Muss ich schon sagen, hat mich gut erwischt. Wenn der mich jetzt im Schacht verfolgt, raste ich aus. Wenn der mich jetzt im Schacht verfolgt, raste ich aus. Och nö. Oris, wo bist du denn schon wieder, Mann? Ich will doch einfach nur aus der Tintenfabrik. Alte 4. Musik, Grüße gehen raus. Ausnahmsweise. Hört ihr das? Ja, ich gehe doch mal dem Geräusch hinterher. Klar, warum nicht? Warum nicht? Das ist echt ein Labyrinth hier, ne? Kann das sein? Aber wir sind jetzt anscheinend rausgekommen. Sehr gut. Boah, was ist das hier? Bevor ich da jetzt rausgehe, gucke ich mir das an. Naja, okay. Wir sind jetzt anscheinend in einem Lager, Leute. Okay. Crazy. Träume werden wahr. Ja, also, ich habe hier jetzt keinen Traum. Ich glaube, ich werde aufgegessen heute. Oh, Mann. Leute, ich mache einen Livestream. Q-Tex. Das ist doch ein Livestream am besten. Sag mal, pinkelt da einer? Wer pinkelt da? Leute, wer pinkelt da aus dem Chat? Wer pinkelt da gerade gegen die Wand? Ich wusste es. Ich wusste es. CJ, Sophie pinkelt auch da. Ja, alle wieder, alle. Ganzer Stream steht hinter der Wand eigentlich und pinkelt dagegen. Es war so klar. Es war so klar, dass wieder alle kommen und hier ich. Ich wusste es. Okay, also wir hören mal jetzt diese Nachricht ab. Betrum Piedmont. Seit 40 Jahren habe ich die Attraktionen gebaut, die die Vorstellungskraft übersteigen. Kolossale Wunder, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ich habe dies alles durch meine Muskelkraft und Schweiß vollbracht. Aber direkt vor den Augen aller. Den hochrangigen Investoren, den Wall Street Moguls, stellte mir Joey Drew genauso taktlos wie früher den großen Bertram Piedmont als Bertie vor, als ob ich sein Kind wäre. Die mögen mich vielleicht bezahlen, Herr Drew, aber ich bin nicht ihr Eigentum.
Ich werde ihnen einen Park bauen, der größer ist als alles, was sie sich jemals vorstellen können. Aber bevor sie sich verbeugen, Herr Drew, sollten sie wissen, dass diese großartige Leistung mir gehören wird. Einzig und allein mir. Und Hopsi Mopsi, herzlich willkommen in der Familie. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Schalter geht. Lager 9. Wir haben jetzt die Tür da unten aufgemacht, würde ich fast behaupten. Krasse Geschichte bisher, ne? Das Spiel hat auf jeden Fall was. Jacqueline Gantz, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ihr dürft alle was sagen. Londo lächert. Ich sehe gerade. Denno, darf ich was sagen? Natürlich. Mensch, komm. Ich weiß nicht, wie lange der Stream geht, aber ich denke, so 20, 21 Uhr kann ich mir gut vorstellen. Bandy-Hölle. Da steht Hölle, Leute. Das ist die Bandy-Hölle. Oh, nö. Wir gehen mal hier runter. Das Kapitel bleibt spannend. Boris ist bisher immer noch nicht aufgetaucht, Freunde. Sehr komisch alles. Hier ist aber ein Kabel. Das geht hier so in dieses Ding rein. Da können wir jetzt aber nicht viel machen. Ist okay, sag ich mal. Das sieht alles so ordentlich aus. Das sind wir ja gar nicht gewohnt, Leute. Eigentlich ist immer alles richtig unordentlich und dreckig und so und mit Tinte vollgekleistert. Aber hier ist alles cool. Was ist das? Alter! Leute, was meint ihr? Schaffe ich das? Okay, also wir haben ja einmal schwach. Männliches Baby. Brutal oder super? Was meint ihr? Was schaffe ich? Was schaffe ich? Sag mal ehrlich. Ach egal, Leute, ich hau einfach rein! Hä? Ah, ich habe 3 Versuche Zeit und da muss das so ein bisschen einplanen. Easy. Kein Problem. Ja, also, ich will nichts hören. Ich will nichts hören, Chat. Was ist das hier? Eine Powerstation? Wir haben 4 Schalter, können damit einen großen Schalter aktivieren. 4 Kabel, die jetzt hier rumgehen. Und ein Kabel, das ist so auf Sneaky-Basis, haben wir irgendwo hier. Und sollen wir jetzt da in diesen Wartungsbereich gehen, oder wie? Nee. Okay. Da geht eine Lampe an. Ich denke mal, da können wir rein. Nee, können wir nicht. Wir sollen das Lager suchen. Mhm. Gucken wir mal. Oh, was ist das denn? Dosen werfen? Oh, wie cool, Mann! Oha! Ey, Leute, das muss ich jetzt aber mal nochmal ganz schnell durchchippen, ne? Ich verstehe noch nicht, warum der die Bälle manchmal so irgendwie irgendwo gegenwerft. Das ist ja richtig komisch. Na gut, dann machen wir das so. Hä? Seht ihr das? Ich mach noch einmal. Einmal noch, Leute. Bin so sauer. Ich bin so sauer. Nein, als ob ich... Ich höre die Nachricht ab. Diese Jungs spielen dort unten im Lager den ganzen Tag Spiele, während ich damit beschäftigt bin, hinten aufzuräumen. Sie sperren sich immer wieder aus ihrem eigenen Hinterzimmer aus. Deshalb sage ich zu ihnen, Leute, ihr seid doch clever, oder nicht? Hier ist ein Vorschlag. Warum spielt ihr die Spiele nicht mit dem Ziel, dass derjenige, der gewinnt, die Tür aufstößt? Es wird euch Jungs Spaß machen und es bewahrt mich davor, jeden Tag hier runterkommen zu müssen. Sie waren wie besessen von dieser Idee, wie ein Hund von Schmorbraten. Ich sag's dir, wenn diese Leute nicht anfangen zu erkennen, wer hier das wahre Genie ist, bin ich hier raus. Krasser Typ. Ich muss gewinnen. Da machen wir erstmal Gewehrschießen. Komm mal, ey. Easy. Easy.
Ja, was denn? Kein Problem. Polizeiausbildung klärt. Kein Problem. Mach ich locker. Mach ich locker. First try. Weißt du, ich mein? Freund-Feind-Erkennung, Leute. Da bin ich Kumpel. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wie wir das jetzt hier klären. Ich check's nicht. Der werft halt den Ball immer so komisch. Ist das verbuggt oder so? Was meint ihr? Ich versteh's nicht. Oh, ist das ätzend. Hilfe! Ich kann nichts tun. Der macht halt manchmal, wie er Bock hat, ne? Muss ich weiter nach oben zielen? Dann mache ich halt so. Ja, aber das bringt halt nichts. Wisst ihr, wie ich meine? Der macht, manchmal wirft er den Ball so richtig mit Schmackes oder halt auch nicht. Oh, das war nicht schlecht. Ich brauche einen genauen Winkel auf diese Dinger, ne? Wer hat sich die Kacke ausgedacht? Der Entwickler des Spiels kriegt eine Anzeige. Oh mein Gott. Ich habe schon eine kleine Idee, wie wir zielen müssten. Ich glaube, Leute, das liegt daran, dass ich ins Leere ziele und ich muss auf diese Flaschen quasi raufzielen. Ich wette mit euch, das ist deswegen. Ja, war so klar. Uff. Und ich muss... Boah. Das ist natürlich richtig krass. Ich guck mal. Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht. Ich werd so sauer. Ich muss auf die Musik achten, schreibt einer. Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, ich musste auf die Musik achten. Ich habe es geschafft. Naja, gut. Okay. Dann sind wir jetzt erstmal hier durch und machen mal den Strom an. Sieht ja so aus, als würde das alles funktionieren. Wir laufen dem Kabel hinterher, Freunde. Ah ja, okay. Die Stromleitung wird jetzt wahrscheinlich einfach... dahin gedingsied. Okay. Jetzt müssen wir hier nochmal in diesen gruseligen Hintergrund rein. Nee. Das bringt nichts, ne? Okay, wir müssen ja den Schalter drücken wahrscheinlich, um die anderen Türen freizuschalten. So ein Ding ist das. Ja. Hier vorne. Den aktivieren wir jetzt. Was passiert? Die nächste Tür geht auf. Forschung und Design. Oha. Alter, wie groß ist das hier? Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Oh Gott, Leute, wir haben keine Waffe und müssen mit den Dosen jetzt arbeiten, ne? Muss jetzt erstmal gucken, wo wir am besten. Okay, ich habe die Dosen, Leute. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ich guck mal. Wir müssen da unten irgendwie durchkommen, ne? Ich schaue mir das jetzt erstmal an. Keine Waffe. Die werden uns zerfleischen. Wir werden uns zerfleischen. Also die werden uns richtig zerfleischen. Oh oh. Oh Gott. Peter Schellschmidt, Dankeschön für den Euro. Kuss.
werf die jetzt übel weit weg. Er geht darüber. Scheiße, Leute. Ich habe einfach keine Dosen mehr jetzt. Was mache ich denn da? Ich habe alle Dosen runtergeworfen, ne? Okay, pass auf. Ich habe eine gute Idee. Wir ziehen durch. Ich renne jetzt. Die sollen mal dahin gehen. Oh Gott! Ich habe die Dose auf mich geworfen. Hallo? Was ist denn mit dir los? Tintenmann! Komm jetzt aber hier nicht rein, ne? Oh nee, du. Wir sind so dran, Leute. Wir sind so dran. Och nee. Ich höre mir erstmal das Ding an. Lacey Benton. Das Einzige, was hier funktioniert, ist mein Geschwür. Die Hälfte dieser Menschen kennt noch nicht einmal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einer verdammten Dampfwalze. Peter Schellschmidt, Dankeschön für 2 Euro, mein Meister. Gruß geht raus. Vielen, vielen Dank. Küsschen. Dafür noch 2 Euro reinhauen. Dankeschön. Ein Haufen Schwachköpfe ist das. Verbringen den ganzen Tag im Lager darüber streiten, wer was machen soll, oder sie spielen dämliche Spiele. Dennoch beschwere ich mich nicht. Ich habe die meiste Zeit für mich allein. Passt mir auch ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist dieser mechanische Dämon dort in der Ecke. Bertram hat mich jetzt schon einen Monat an ihm gearbeitet. Sagt, er wird eines Tages gehen und vielleicht sogar tanzen. Alles, was er bereits jetzt macht, ist mir unheimlich. Ich schwöre, sobald ich ihm den Rücken zukehre, bewegt sich das Ding. Hört sich gut an. Ein paar Dosen habe ich noch. Hey! Hey! Moment mal! Leute! Chillt! Ich hab doch nichts gemacht! Ich hab doch nichts gemacht! Okay, was machen wir jetzt? Oh, Junge, ich werd so verprügelt! Ich werd so verprügelt, Mann! Lauf! Das kriegen wir hin. Ich denke, die haben wir im Sack. Easy. Diese Affenbande da. Ich zieh einfach durch. Digga, die laufen mir immer noch hinterher. Ihr seid ja langsam wie Scheiße, Mann. Wer bist du? Hier, könnt ihr Dosen fressen. Ey, Dumbo! Ich habe ihn sogar getroffen, Leute. Lass mich raus? Och nee, ne? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ist natürlich belastend. Immer schwierig, so ein Ding, ne? Hä? Ist die Frage, wie wir das jetzt angehen. Wir müssen wahrscheinlich da hinten noch irgendwo rein. Da hinten in diesen Raum, denke ich mal. Passt auf. Das hat sowas von nicht geklappt. Die werden mich gleich verfolgen, schätze ich. Da sitzt er auch schon. Moin. Piss dich. Aua. Das hat weh. Das hat weh. Das hat weh. Oh, übelst knapp gewesen. Ich hab's geschafft, Leute. Alles entspannt. Ich kann nach oben gehen. Uff. Oh. Peter Schellschmidt. Danke nochmal für 1 Euro. Macht ihr heute 4 Euro Dono klar. Finde ich cool. Dankeschön. So, erstmal Schalter aktivieren. Das war wieder eine wilde Aufgabe. Aber erstmal jetzt den Schalter 2 drücken und ein Schlückchen trinken. Was ist denn hier eigentlich los? Wir sind 600 Zuschauer und haben gerade mal 360 Likes. Sehe ich das richtig? Oder sehe ich das falsch? Ihr Gemeinlinge. Wir können uns hier noch verstecken, ne? Wisst ihr, dass ich mich frage? Warum ist da so ein Dixi-Klo zum Verstecken? Ich check's nicht. Das müsste ja eigentlich nur da sein, wenn hier noch irgendwas passiert. Attraktionsspeicher. Mhm. Dankeschön. Julian TV hat direkt ein Like dagelassen. Kuss, Ehrenmann.
Was ist das denn hier? Guck dir mal sein Auge an. Krass. Das ist natürlich ein ganz wilder jetzt hier. Oha, was ist das denn? Sind wir hier auf dem Jahrmarkt? Gucken wir mal. Belgium Piedmont, der größte jemals gebaute Park. Ein Mittelpunkt von Attraktionen. Jede einzelne größer als die vorherige. Krass. For all your talk of dreams, you are the true architect behind so many nightmares. Okay. I built this park. It was to be a masterpiece. Er hat den Park anscheinend gebaut. Now you think you can just throw me out? Oh, der hat ihn rausgeworfen, ne? Dieser Fabrikbesitzer. Irgendwas passiert hier jetzt gerade, Leute. Oh Gott, ich glaube, das Ding macht jetzt Ärger. Alter, guck dir den mal an. Uff. Yo, der meint's ja richtig ernst, Freunde. Was sollen wir da bloß machen? Müssen wir da irgendwie ran? Hä? Ich konnte da nichts machen, Leute. Aua! Boah. Ich konnte da nichts abbauen. Also nichts nehmen oder so. Ach so. Ich verstehe. Irgendwas passiert da jetzt. Wo ist die verdammte Axt? Ich muss doch irgendwo eine Axt haben. Moin, der meint's ja richtig ernst. Wie können wir das denn jetzt am besten hinkriegen? Du musst das Ding kaputt machen. Ich verstehe noch nicht, wo die Axt ist. Okay. Da! Ich hab sie. Jetzt kriegt der Typ aufs Maul. Will jemand Jahrmarkt fahren? Oh, sehr geil. Da haben wir jetzt schon mal einen Teil auf jeden Fall abgenommen. Ja, oh, das wird natürlich jetzt ein heftig schwieriger Fight, Mann. Okay, ich krieg das hin, Freunde. Verdammt, ich krieg ihn von der Seite nicht. Muss hier direkt weg. Oh, oh. Ja, komm, Kollege. Ja, komm. Was bist du denn da für ein einsamer Mann, ne? Jawohl, das erste Teil ist im Arsch. Oh, der rastet aus, der rastet aus. Oh Gott. Das ist das nächste Ding ab, oder? Nee, er hat noch seine drei Arme. Was macht er jetzt? Das tat echt gut weh, Leute. Okay. Uff. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, Junge, komm doch. Oh, die Tinte. Die fliegt da einfach auch richtig brutal raus. Okay, jetzt müssen wir uns mal, glaube ich, woanders hinpflanzen. So. Der Typ kriegt jetzt richtig Schelle. Viel, Mann. Thank you.
ist das denn jetzt? Ja, moin. Ja, komm, leg doch mal dein Teil jetzt da ab. Ich schlag dir sowas von einen rüber, Junge. Okay, da müssen wir auf die rechte Seite, Leute. Das Ding müssen wir von der rechten Seite kriegen. Nein. Ich komme da halt wieder... Ja, ja, doch, doch, doch. Jawohl, der nächste Arm ist weg. Uff. Das tat weh. So, mal sehen, was jetzt passiert. Ich denke, der wird jetzt hier seine Arme hin platzieren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, wir müssen direkt hier rüberlaufen, Leute. Der nächste Arm. Puh. Das wird jetzt richtig brutal. Boah, Junge, wir machen einfach so ein Karussell kaputt, ne? Oh Gott. Jetzt komm, gib ihn! Jawohl! Was, Junge? Piss dich! Kannst so viel drehen, wie du willst. Er ist einfach weg. Junge, wer war er denn? Bro. Der meint es ja richtig ernst, Leute. Rauf. Digga, was war denn das eigentlich für ein Typ? Kann mir das mal jemand erzählen? Sören fragt, Denno, wieso verlässt du die Fabrik nicht einfach? Bro, wollte ich machen, aber du siehst ja, wo ich bin. In einem Keller anscheinend. Wir müssen andere Seite rüber. Krass, Leute, das war natürlich jetzt nochmal eine wilde Aktion hier. Den haben wir richtig weggeledert. Sehr stark. Gibt es da in der Tintenfabrik auch ein Klo für mich? Moritz Ranke, natürlich. That makes three. One to go. Das ist ein Horrorspiel, Leute, ja. Wir hatten jetzt gerade so eine Art Bossfight. Oh, ich sehe gerade 666 Zuschauer. Teuflische Zahl. Also, den haben wir First Try kurz genutzt, ne? Entspannt. Aber war schon nicht ganz ohne. Ich wusste erst nicht, wie wir den angehen sollten. Haben ihn aber gut gepackt. War krass. Ein Like für Denno, dass er es geschafft hat. Ja. Man darf ja auch mal ein bisschen fühlen, Leute. Und das ist auch wichtig, dass man coole Emotionen im Spiel hat, ne? So, jetzt geht's hier rein anscheinend. Die Wartung, Leute. Mal gucken. Hoho. Bendy in dem Zugärger. Okay. Mal weiter. Da sind jetzt Züge. Also ich glaube, es hat irgendwas mit einem Zug zu tun, wo wir jetzt sind. Oh nein, Leute, nicht er. Nicht er schon wieder. Hallo? Der Typ ist halt richtig uncool. Der hört uns halt auch, ne? Und dann rennt er uns wie so ein Dulli hinterher. Oh nö. Er ist jetzt auf der linken Seite. Wir gehen jetzt direkt zur rechten Seite rüber und folgen ihm gleich genau den gleichen Weg. Was? Junge, du hast ja richtig Bock, verpiss dich! Ah, entspannt. Was ist das denn für einer? Leute, läuft da eigentlich meine Facecam? Denn nur deine Kamera ist da. Ich kann mich halt auch nicht ducken. Wir laufen ihm jetzt erstmal einfach so auf entspannt hinterher, ne? Ich habe eine Aufzugsteuerung aktiviert. Ich weiß so nicht, welcher Aufzug damit gemeint war. Gucken wir mal. Wir können jetzt anscheinend hier irgendwie nach oben gehen. Auf der linken Seite, so wie es aussieht. Der geht jetzt von hier aus erstmal rechts rum.
Ja. Okay. Wir warten, bis der da jetzt einfach um die Ecke geht. So, sehr gut. Jetzt können wir einfach rum, Leute. Easy going. Sind oben. Der kann uns jetzt erstmal wenig anhaben, schätze ich. Super entspannt. Erstmal noch einen Schluck Tinte genommen. Hier ist meine Facecam. Was ist das denn? Oh, Baby. Maluro gönnt einen Fünfer auf Superchat-Basis. Dankeschön. Kuss. Bist du bei Eistee Team Zitrone oder Pfirsich? Uff, das ist immer eine wilde Frage, Leute. Ich mache direkt meine Abstimmung, Bro, für dich, für den Fünfer. Dankeschön. Welches Team bin ich, Freunde? Stimmt mal ab. Was glaubt ihr? Die OGs wissen's. Oh, nee, ne? Hier ist irgendwie Licht gerade an, also ausgegangen. Und das ist jetzt der Aufzug. Weiß nicht, ne? Aber hier stimmt doch was nicht. Hä? Wo ist jetzt der Typ hin? Ist nicht mehr da. Komisch. Komisch. Moin! Digga, was geht denn da ab? Hat Bendy eigentlich gerade meine Kamera geklaut? Bendy, Junge! Digga, der Typ wurde einfach weggesmashed! Oha, der ist durch die Wand abgehauen! Guck mal, Leute, das wäre zum Beispiel jetzt was, was man hacken könnte, ne? Das wäre jetzt was... Sollen wir hinter die Wand gucken? Sollen wir es machen, Leute? Sollen wir hinter die Wand gucken? Soll ich Hacks anmachen? Soll ich hinter die verdammte Wand glotzen? Das wäre so in einem Video jetzt wieder so ein Hack-Video, ne? Was ich, also, wo wir hinter die Wand gucken. Ich mach. Gib mir einen kleinen Moment. Muss Hacks reinladen. Ich hoffe, das Game stürzt jetzt nicht ab. Ich komme nicht rein. Muss ich nochmal aufbereiten. Digga, das hätte mich jetzt richtig interessiert. Klappt nicht. Klappt nicht so wie mit Poppy Playtime. Kommen wir aber nochmal hin, Leute. Können wir nochmal gerne in dem Video behandeln. Hätte ich euch sehr, sehr gerne jetzt gezeigt. Welches Team bin ich? Was glaubt ihr? 180 haben abgestimmt und 55% sagen Pfirsich. Ich bin Zitronenboy, Maluro. Ich trinke Zitrone lieber. Wobei ich aber auch sagen muss, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Arizona-Eistee. Pfirsich, ne? Der ist halt auch richtig lecker. Da finde ich Pfirsich halt wieder geiler, so beim Arizona-Eistee. Das ist immer schwierig, das ist... Genauso wie mit Nutella mit Butter und so, ne? Mal mit, mal ohne, sag ich. Das kommt immer ganz drauf an. So, wir können jetzt den großen Schalter aktivieren. Freie Boris. Neues Ziel. Habt ihr es gehört? Das Lachen?
das denn für ein Geräusch? Komm hoch und seh mich. Wer lacht denn da so? Power Yoshi, was geht? Okay, hier ist nichts. Wollt ihr das noch mal abchecken? Wir gehen runter und hasseln da mal rein. Durch welche Tür müssten wir da jetzt durch? Oh, das Lachen, ne? Das hört sich sehr böse an. Da vorne. Das Haus. Seht ihr die Zähne? Hat der Augen? Da. Seht ihr das mal an. Was soll ich denn da drin? Der Typ isst mich auf. Oh nö, ich geh rein. Wir fahren jetzt. Okay, ich steig ja schon ein. Und jetzt beginnt der Trip wirklich, Henry. Mhm. Was denn für ein Trip? Okay, da sind irgendwie so Gräber oder so. RIP steht da drauf. Rest in Peace. Aha, netter Versuch. Und denkst, du kannst mich auch erschrecken, ne? Blöder Geist, ey. It's a funny thing. How so much can fall apart so fast. We never really had control. Oh nein, ein Skelett. Wie schrecklich. Bandy? Da war ein Bandy-Schill. Surely you can understand that. Henry, why are you here? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da bin. Aha. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case, hang on tight. Wir kriegen eine Überraschung jetzt, Leute. Oh nee, ne. Das wird jetzt so eine richtige Horrorfahrt. Ich sehe es doch fast. Das ist jetzt so eine richtige Horrorfahrt. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Voll das geile Zimmer, by the way. Wie ich nur mal gesagt haben. Krass. Da ist eine Orgel. Komm, lass mich die Tinte trinken. Jawohl. Verstehe noch nicht so ganz, was das mir jetzt gebracht haben soll, dass ich hier mal so rumfahre. Aber wir sind anscheinend in so einem kleinen Spukhaus, ne? Oh oh, hier ist dunkel. Ich wusste es. Boris? Boris? Oh no, what has she done to you? Alter! Boris, Digga, das war doch nicht so gemeint. Tut mir leid, dass die Community in dein Klo reingeschissen hat. Es tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Oh nein. Oh nein. Wo ist Bruder? Chill mal. Was haben wir hier? Ich brauche irgendwie eine Waffe. Oh, der Typ reißt alles auseinander. Oh, ist das Boris, Mann. Der sieht ja wohl richtig scheiße aus jetzt. Was haben sie denn mit dir gemacht? Ich lass ihn kommen. Digga, du kriegst gleich so in die Fresse, Boris. Ich sag's das letzte Mal. Hör auf, mich zu ärgern. Hallo? Ey! Knochen? Warum kann ich das Ding nicht aktivieren? Ich muss irgendwas da rein. Oh nö. Oh nö. Oh nö, ich muss da irgendwas reinlegen. Da. Kackt der da auf den Boden? Moin. Da haben wir das Ding, Leute. Das brauchen wir. Okay. So, ich aktiviere das Teil und dann ziehe ich Boris mal richtig die Fresse weg.
Sieh zu. Ehre. So, Boris, wir müssen mal was klären, Kollege. Hä? Ist das Teil kaputt? Moin! Ich habe ihn doch nur ein bisschen geschlagen, so. Da war doch gar nichts los. Okay, Bro. Seit wann bist du, also, der Typ ist ja der absolute Megakünstler. Uff. Junge, hat der Bock. Gib direkt aufs Maul, Alter. Oh nein, er hat das Teil schon wieder kaputt gemacht. Wo geht der hin? Wenn ich mal fragen darf. Nein, 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 nein. Was macht der? Hallo? Boris? Diggi, du brauchst doch jetzt nicht das Ding zu nehmen! Was? Jo! Einfach kurz Achterbahn teilgenommen. Bam. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich bastel da, glaube ich, mal was anderes. Ich glaube, das Eisenrohr bringt nichts, weil Boris ist anscheinend mit Kevin Wolter jetzt trainieren gewesen. Guck dir den mal an. Der Typ hat ja richtig gepumpt. So. Kannst du da mal jetzt mir mal was rausgeben, Kollege? Ey, meine Rohre liegen da noch auf dem Boden. Muss halt warten, bis er... Boah, der macht ja alles kaputt, ne? Jetzt. Irgendwo hier. Ich hab's. So, ich schmeiß rein den Lachs. Ich nehme das Rohr. Ich will ihn nochmal mit dem Rohr eine rüberziehen. Ey, als ob das Rohr immer kaputt geht, Mann. Moin. Boris, danke. Ich nehme deinen Scheißhaufen mal mit. Ich weiß nicht, Leute. Was geht denn bei dem ab? Soll ich den Knochen mal nehmen? Wir gucken mal. Boris, ich mach dir Leckerli. Boris, alles cool. Junge, hat der Typ mich wieder weggesmashed, Alter. Moin. Ich hab's da jetzt erstmal reingelegt. Das heißt, wir haben schon mal so ein bisschen was in petto. Ich nehme den Knochen gleich hoch, Leute. Alles cool. Okay. Der Knochen, so billig. Der Knochen ist einfach nur Shit. Wo ist das Teil? Das Teil ist im Boden versunken anscheinend. Ja, bei ihm gehen doch die Sachen kaputt oder was, ne? Ich check's doch gerade. So, jetzt schlage ich den Typen kaputt. Ah, wobei, er wird mich jetzt erstmal packen. Boris? Warum nimmt er das Ding jetzt? Ich lasse ihn einfach machen. Ich lasse ihn einfach machen. Ich warte jetzt ab, was er macht. Ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Da ist noch so ein Teil. Digga, der. Sag mal, hör mal auf jetzt damit. Ich kann nichts machen, Leute.
Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, ich muss auf ihn einfach einschlagen. Bringt das was? Bin so tot. Bin so tot. Bin so tot. Ich lasse ihn. Ich lasse immer schön. Na, das timet er hier perfekt. Oh, jetzt. Es geht wieder los. Ich hätte einfach verbeult. Krass. Einfach Boris weggemacht. Christian Häusler, Dankeschön für 10 Schweizer Franken nochmal. Einen lieben Gruß von meiner Tochter. Grüße zurück. Mashallah. Oha. Was ging da denn ab? War es eigentlich wieder sie? Qualität 0 von 10. Unten rechts aufs Zahnrad und dann mal 1080p 60 FPS einstellen. Dann habt ihr eine ziemlich gute Qualität, Freunde. Das liegt dann an euch. Dann habt ihr nicht die beste Qualität auf YouTube ausgewählt. Kapitel 5. Die letzte Rolle. Kritisch. Wo bin ich jetzt? I knew that song. Da, 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 da. Everyone knows that song. Like den Stream von Denome. Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. Die sieht ja eigentlich ganz freundlich aus, ne? We don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? Ich bin kein Fremder. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. Wer ist das? They call me Alice. 700 Zuschauer habe ich hier gerade gesehen. Kuss. Was geht, Freunde? We'll talk again later. Okay, ich soll mich ausruhen und später reden. Dann nutze ich die Gelegenheit, mal ganz kurz zu sagen, Leute, ihr könnt unten kostenlos abonnieren unter meinem Stream. Einfach ein Abo reinhasseln und die Glocke aktivieren. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. Ah ja, das ist ja wieder interessant. Aha. Ah ja. Aber Boris lebt noch. Und der hat jetzt die Axt. Boris, Bro. Ich dachte, wir sind Freunde. Das tut mir leid, dass meine Community in dein Klo reingekackt hat. Bruder, bitte. Ich hab nicht sauber gemacht, Leute, gestern. Henry? Sorry. Hier. Huh? You must be hungry. Ist das... Sorry. It's all we have. Ist das Tintensuppe? Boris. Ich wusste es. Er ist immer noch sauer. Danke für nichts, dass ihr dem das Klo vollgekackt habt und der Typ jetzt sauer auf mich ist. Ich wusste, das geht nach hinten los. Und alle aus dem Chat haben geschrieben, die waren das. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you. Pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Okay, das war gar nicht Boris, Leute. Das war Tom. Das war nicht Boris. I was mapping out one of the upper levels. When I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. Versteckte Nachricht. So I kept looking,
and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Es gibt only versteckte Nachrichten. Nur mit diesem Teil kann man das sehen. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Sie wird dich verlassen für den Tod. I followed them for a long time. Just leads me in circles. Die hat einen Heiligenschein. Habt ihr es gesehen? Die hat einen Heiligenschein, Leute. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think. Ich frag mich ja, wie ich aussehe, ne? The hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Wie, was ist los? Also, ich habe keine Lags. Bei mir im Stream ist alles tutti frutti. Dann müsst ihr die Qualität vielleicht wieder ein Stück runterstellen, really Leute. Stupid, vielleicht habt ihr nicht genügend Internet. Krass. Die winkt. Dir mal die Axt an, ne? Der hat richtig Bock, mich zu verprügeln. Wie lange soll ich jetzt hier noch sein? Er kommt. Wir müssen weitergehen. Tom, we have to let him out. Tommy, Alter, bitte. Oh nee, ne? Was? Ich muss jetzt hier irgendwie aus dem Knast raus. Gefängnisausbruch! Ja moin! Alter, überall Zeichnung. Da ist immer Hoffnung. Nein, nicht schon wieder ein Klo! Mann, Chat, wer war das? Wer hat mein Gefängnisklo vollgeschissen? So gut. Guck da rein. Du brauchst... Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Oh Gott, ich dachte, ich muss ins Klo fassen. So, wir schlagen das Ding jetzt kaputt. Es war so klar. Guck es dir an, guck es dir an. Ich frag einmal, wer da ins Klo reingedonnert hat. Und alle machen diesen hier. Kuss geht raus. Achso, Freunde, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen. Ich will versuchen, nächsten Monat die 10.000 auf Instagram voll zu machen. Ich mache nur ein einziges Mal heute Werbung, weil ich das dann auch in den Stream oben ranpacke. Aber die Leute, die vielleicht ein bisschen was aus meinem Privatleben mitkriegen wollen, gönnt euch gerne Instagram, mein Account und drückt mal auf Folgen. Würde ich mich mega drüber freuen. Kuss. So, und jetzt machen wir dicke, dicke Welle rein. Guck mal hier, ne? Geiles Aquarium, ey. Mit Fischis und so. Aha. Aha. Hey! Wieder so einer. So ein Tintendämon. Wir sind jetzt im letzten Kapitel, Freunde. Jetzt geht's in den Endspurt. Junge, weg. Da hinten ist auch noch einer. Seht ihr den? Da, wo diese Pfützen sind, Leute. Da kommen diese Viecher immer rausgewackelt. So. Es scheint so, als wären wir jetzt in einer heftigen Höhle. Und da hinten fahren die alten Ratten. Ey! Müssen wir noch irgendwas machen? Hundertprozentig können wir jetzt nicht einfach so losfahren. Natürlich nicht. Warum auch? Hä? Kann ich da jetzt nicht rein? Nee, kann ich anscheinend nicht.
Müssen wir erstmal ein bisschen gucken, was das hier bedeuten könnte. Okay. Hallo? Ah, ich kann einfach reinspringen. Perfekt. Folge dem Tintenfluss. Ah. Okay. Ich muss jetzt selber fahren. Das war Boris, der hat da reingedonnert. Na, das meint ihr doch nicht ernst, ne? Geht's denn jetzt bitte hin? Übel creepy. Sounds like something stuck on the paddle wheel. Da, ah ja, okay. Junge! Seh zu! Fahr! Habt ihr die Hand gesehen? Oh Leute, nee! Oh nee! Nein! Nein! Die Hand kommt! Die Hand kommt! Och nö, ich will nicht die Hand! Fahr, Alter, fahr! Die scheiß Karre hier verstopft immer von dieser ganzen Tinte! Da ist die Hand wieder, ne? Da ist die Hand wieder! Uff! Boah! Ich weiß nicht, aber wir müssen echt durchziehen. Ich habe keine Ahnung, wem die gehört. Aber ich habe das Gefühl, das verstopft jetzt hier gleich wieder. Ich bin schon ready, nach hinten zu gehen. Ah, wir kommen gut durch. Sehr gut. Oh, nee, ne? Oh, scheiße, Mann. Oh, nö. Gucken wir mal. Also bis... Gar kein Problem, wir fahren direkt los. Wir fahren direkt los. Mr. Hunt. Kostet das Spiel was? Ja. Ich glaube 13 Euro. Oh nö, ey. Was ist das hier für ein Gerät, Mann? Immer geht hier irgendwas kaputt, Alter. Oh, du bist ja ganz schön nah dran. Du bist ja ganz schön nah dran. Und wo geht's jetzt hier rein? Ziemlich dunkel gerade gewesen. Oh, wir sind an dem Ende. Das ist gut. Da sitzt ein Typ und angelt. Ja, angel mal die Hand da raus, Heino. Ja, wir kommen rechtzeitig an. Perfekt. Als ob. Naja. Okay. Wir sind anscheinend angekommen. Klar. Jetzt ist das Teil hier natürlich kaputt gegangen. Na, so ein Zufall aber auch. Puh. Das sieht irgendwie nach einer Kampf-Area aus hier, ne? Finde ich. Das hat sowas von einer Kampfarena. Da vorne steht keine Monster. Uff. Du bringst Tod. Wir können damit halt so Nachrichten. Okay. Lesen wir das mal durch. Das ist auf jeden Fall eine Nachricht, die uns nicht so gut gesinnt ist. Was ist das hier vorne? Ey! Ey! Okay, wir müssen... Junge, der schlitzt ja richtig rein, Mann! Wie stark ist der bitte? Okay, ich halte ihn auf Distanz. Ich halte ihn auf Distanz.
Ich habe ihn so eine gezogen. Nochmal. Oh Gott. Geh jetzt in das Loch rein, Brudi. Okay, ich bin hier drin. Was mache ich jetzt? Ich kann da auch nicht durch. Man kann hier nichts machen. Was soll ich tun? Warte kurz. Soll ich den jetzt verbeulen? Huh. Hier kann man vielleicht auch noch rein. Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber gut. Ich weiß nicht, wo soll ich denn jetzt hin, Leute? Die Musik ist übel am Triggern, aber... Was? Hä? You said I'd be free. Well, I'm going to you now. Okay. Also, da, da. Wer ist das? Das ist Tommy, ne? Guck mal, Tommy. Los, Tommy, schlag zu! Schlag zu, Tommy! Der hat ihm richtig gegönnt. Alter Leck. Tommy, mein Bester. Kuss. Er gibt mir eine Axt. Finde ich nice. Boah, Tommy, Bro, Alter. Das war eine knappe Kiste. Beim nächsten Mal, ne? Schlage ich dich richtig. Oh, was ist hier los? Was war das? Ich glaube nicht so. The Searchers and the Lost Ones built this. Irgendwas hat jetzt hier... Leute, was war das eigentlich für eine Riesenhand? Now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Hä? Watch out! Here they come! Weg mit denen! Boah, Junge, was geht denn hier ab? Die Armee der Untoten oder was? Ja, moin! Leckos mio, Mann! Da habe ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Let's go! Ich fetz die! Boah, Digga, die übernehme ich. Boah, Brudi, da geht ja richtig was ab. Hä? Wer sind die? Okay, der hält ein bisschen was aus. Oh Gott! Oh Gott! Es sind zu viele. Bro, wir müssen jetzt echt ein bisschen fetzen, Mann. Weg. Junge, da kommen ja immer mehr. Ich rette euch. Kein Problem, Mann. Lass uns die wegfetzen. Oh, scheiße. Tommy hat Stress. Wer sind die? Wer sind die? Minenarbeiter? Junge, schlitz die einfach weg. Christian Häusler, Dankeschön für 30 Schweizer Franken. Oh, ich bin tot. Christian, Dankeschön. Es geht einfach immer noch weiter. Digga, die kämpfen hier immer noch. Du musst aufpassen. Ich kann es jetzt nicht nochmal ab, Leute. Das schwöre ich euch. Boah, das sind aber auch echt viele, ne? Get away from me. Aufpassen, aufpassen. Schön auf die Geräusche achten. Weg mit dem und weg mit dem. Oh, Junge, rein da! Rein! Digga, einfach Massenschlägerei. Geisteskrank.
Es ist der Verbeulungssimulator. Boah, Junge. Der Typ sieht auch richtig big aus. Boah, der hält gut was aus, ne? Den hier übernehme ich. Okay. Die Kleinen sind die wichtigsten Leute. Puh. So. Da haben wir jetzt erstmal ordentlich aufgeräumt. Wie viele Tintenmänner willst du bringen? Ja. Puh. Puh. Das war auf jeden Fall eine wilde Aktion. Henry? Think you can lead the way? Ja, ja, ich mach das schon. Also ganz ehrlich, ey. Ist auch hier schon wieder das Tintenbusiness des Jahrtausends. Henry, kannst du bitte vorgehen? Kannst du uns bitte den Weg weisen? 2 Sekunden später bin ich 1000 Stockwerke unter denen. Och nö. Geile Musik. Oh ja. Knallt alle mal ein Like in den Stream. Und die, die noch nicht abonniert haben, abonniert. Ich liebe so eine alte Musik, Leute. Ich sag ehrlich, ne? Ich finde das total cool. Ich mag so eine alte Musik richtig, richtig gerne. Oh, was geht hier ab? Wir müssen 4 Rohrteile besorgen. Lege den Durchgang trocken. Na gut. Hey, da ist eine Figur drin von Boris. Wir hören uns das mal an. Fortschrittsbericht der Zentrale von Gent. Kunde Joey Drew Studios. Obwohl wir Fortschritte machen, ändern sich die Erwartungen der Kunden ständig. Was als eine lebensgroße, figurenformende Maschine begann, scheint jetzt näher an der Grenze zur Magie als zur Technik zu stehen. Obwohl Herr Drew davon überzeugt ist, dass es dasselbe ist. Der Prozess, den Zeichentrickfilm durch die Maschine zur Bedeckung der Figuren laufen zu lassen, funktioniert gut. Wir hatten mehrere Beinaherfolge. Seltsamerweise war die erste geschaffene Figur ein fehlgeschlagener Versuch, der eine große Ähnlichkeit mit dem Charakter Bandy aufwies. Seitdem haben keine anderen Versuche für diese Figur mehr stattgefunden. Und der, der stattgefunden hat, ich weiß nicht, da ist etwas Seltsames dran. Okay, Leute, interessant. Müssen diese Rohre jetzt irgendwie klären? Also, hier sind die, denke ich mal. Musik ist ausgegangen. Das war's. Hm. Wo kriegen wir die verdammten... Ah, bestimmt hier. Ja, wir brauchen jetzt so mehrere Parts und so weiter und müssen uns jetzt irgendwie die Tinte irgendwo her besorgen. Aber woher? Hier raus? Oder kann ich das Ding einfach schon drehen? Bestimmt, ne? Nö, sieht nicht danach aus. Ich muss irgendwo die Tinte herbekommen. Wahrscheinlich hier drin. Ich speichere mal ab. Schalter. Administration geht jetzt auf. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Machen wir mal ein bisschen das Mikrofon wieder auf entspannt, ne? Das ist der coolste Livestream. Wir hatten gestern auch einen, Freunde. Falls ihr den Vorpart noch nicht gesehen habt... Guckt ihn euch besser nochmal an. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Nicht die. Das ist halt echt Schmutz. Warum ist meine Axt plötzlich weg? Wir hören das an. Ein kleines Memo an alle Verwaltungsbüros. Es sind Gerüchte im Umlauf, die wir nicht länger dulden können. Die Behauptung, dass das Unternehmen in einer finanziellen Krise steckt, ist falsch und verleumderische Lügen gegen uns. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass ein paar inkompetente in Hinterzimmern sitzende Leute meiner Führung nicht vertrauen. Als Führungskraft steuere ich immer das Boot vom Schicksal geleitet, wenn wir die Situation als Ganzes betrachten. Es gibt keinen Grund für euch Kollegen, sich über solch komplizierte Dinge in den Kopf zu zerbrechen. Macht einfach euren Job wie gehabt und vertraut eurer Führungskraft. Das bin ich.
noch eine Memo. Ich habe jetzt auch, also ehrlich gesagt, nicht so viel Bock, mir die ganze Zeit Memos reinzuziehen. Aber es sieht danach aus, als könnten wir hier vielleicht so Tinte rauskriegen. Es stellte sich heraus, dass heute mein Glückstag ist. Ich musste letzte Nacht um 2 Uhr morgens einige Büros aufräumen. Und rate mal, was ich auf einem der Stühle fand. Einen großen Schokoladenkuchen. Oh, geil. Er lag einfach da, fast meinen Namen schreiend. Weißt du was? Ich arbeite hart. Ich verdiene mein Gehalt, jeden verdammten Dollar. Aber weißt du was? Was in dieser Firma fehlt? Kleine Anerkennung. Und dieser Kuchen hier, das ist eine Anerkennung. Hoffentlich wird niemand herausfinden, was ich getan habe. So am Arsch. Ziemlich dunkel da drüben. Ziemlich dunkel da drüben, Freunde. Ah. Als ob. Hä? Hä? Diese verdammten Tintenmaschinen irgendwie aktivieren, ne? Hier ist so ein Klo oder was? Okay, hören wir mal an. Hör mal, Tommy, ich weiß, dass ihr Jungs da drüben bei Gent euer Bestes gebt, aber ich bezahle für lebende Attraktionen, nicht für seltsame Abscheulichkeiten. Was auch immer dieses grinsende Ding war, das ich in eurem Büro herumlaufen sehen habe. Ihr solltet es besser fest verschlossen halten. Ich weiß, war der erste Versuch, aber stell dir vor, wenn die Presse es gesehen hätte, könnte Investoren abschrecken. Und als Antwort auf dein vorheriges Memo, wenn du behauptest, dass deine Fehler darauf zurückzuführen sind, dass diese Dinge keine Seelen haben, dann werden wir, verdammt nochmal, ihnen eine Seele verleihen. Schließlich besitze ich Tausende. Joey Drew hat das geschrieben, ne? Das war der Besitzer, dieser Typ, der so Bandy erfunden hat. Ich zieh durch. 2. Der, ich bin in dem heftigsten Bürolabyrinth. Da ist das Büro von Joey Drew. Da läuft noch Tinte. Oha, wir sind in dem Büro von dem Chef. Joey Drew Studios, Leute. In Joeys Büro, der Typ, der Bandy erfunden hat. Uff. Ich bin mal gespannt, was der gesagt hat. Ey, ich weiß, wie wichtig dir dieses Teil ist, Susi. Alice bedeutet mir auch viel. Alle meine Charaktere. Ich werde dir sogar ein kleines Geheimnis anvertrauen. Ich glaube auch, dass meine Charaktere mehr als nur Zeichnungen sind. Sie sind lebendig. Sie sind ein Teil von uns. Und ich möchte, dass die Leute sie genauso gut kennenlernen wie ich. Ich möchte, dass die Leute ihre Hände schütteln können, einen Nachmittag mit ihnen verbringen. Sie lieben. Susi, ich werde ehrlich zu dir sein. Ich stelle ein kleines Projekt zusammen, eine kleine Zeremonie. Wenn es funktioniert, werden viele Träume wahr werden. Und ich möchte, dass du auch ein Teil davon bist. Möchte, dass du Alice wieder zum Leben erwächst. Was denkst du darüber? Interessant. Interessant. Der Typ ist... Ey, Bro! War nicht so gemeint! Jo, er meint's richtig ernst. Zieh durch! Zieh durch! Ah, schlecht immer. Ganz schlecht, wenn die jetzt hinter mir kleben. Er macht den Wanzen-Move. Der läuft mir jetzt ewig hinterher, 100%. Aber ist kein Problem, Leute. Ich hab die am Griff. Glaube ich. Wo muss ich denn jetzt hin? Die scheiß Tür geht nicht mehr auf. Das war klar. Als ob... Hä? Hallo? Kollege? Jo! Geh ich da halt rein. Biss dich, geh weg. Junge, ist der eigentlich aggressiv? Ist der eigentlich aggressiv, Leute? So. Muss da nochmal ein bisschen was... Muss da nochmal ein bisschen was reinlegen. Gucken wir mal, was wir für Rohre brauchen. Wir müssen, glaube ich, jetzt öfter dahin laufen. Also zu diesem Büro von Joey Drew. Und... Wie man sehen kann, wir brauchen einmal ein Kreuz, ein langes und ein gebogenes. Kreuz lang gebogen. KLG. Kreuz lang gebogen.
Dann machen wir doch als erstes mal das Kreuz. Junge, wer ist er? Warum passiert das? Verstehe das noch nicht so ganz. War das gerade Bandy, der hier war? Ich glaube, der wollte uns nehmen, oder? Ich packe jetzt erstmal das Teil da rein. So, das Rohr läuft. Jetzt müssen wir noch zwei weitere Dinge auf jeden Fall besorgen. Sehr gut. Die haben eine richtig geile Route, Leute. Jetzt könnten wir nämlich nach links über dackeln. Und schön durch. Wie viele von denen laufen hier? Ich gehe mal links rum. Vielleicht haben wir da noch ein paar Sachen übersehen. Eine Abkürzung? Wahrscheinlich. Wir bleiben hinter der Tür. Er sieht uns hier nicht mal. Entspannt. Uff. Tür auf. Ah ja, wir haben hier nochmal so ein Ring-Dingsi. Auch nicht schlecht. Müssen uns jetzt halt dreimal irgendwie praktisch zu diesem Büro sneaken. Oh lol. Hier ist doch eine eingerissene Wand. Okay. Muss halt nur gucken, wie es am Schlecht! Ganz schlecht! Oh, Diggi. Ach was. Der hat mich aus den Augen verloren. Crazy. Kann ich mich hier verstecken? Boah, ich dachte gerade, ne? Ronja Kochstein sagt, ich bin neu, denn... Ja, ich bin hier safe, Leute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn die Leute, die mich vielleicht jetzt erst kennengelernt haben, ein Abo dalassen. Vertraut mir, das ist es wert. Verspreche ich euch. So, wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich gut dran. Ja. Es geht zurück. Wir ziehen einfach durch. Ich schmeiß das Ding da erstmal rein. Ich habe auch eine geile Idee, wenn wir gleich erwischt werden, Leute. Ich habe eine geile Idee. Wir beschleunigen das Ganze jetzt. Ich bin ja immer so ein Mensch, ne? Ich muss immer beschleunigen, muss immer durchziehen. Es muss alles fix gehen. Ich lasse mich jetzt halt mit Absicht. Ah, das, da habe ich jetzt gerade die Arschkarte da drüben. Da kann ich mich jetzt leider nicht erwischen lassen. Bleib jetzt einfach in diesen Räumen. Guck erstmal. Natürlich ein Abo dagelassen, Freunde. Dankeschön. So. Der muss jetzt hier erstmal vorbeigehen. Ich hoffe, der verprügelt uns jetzt nicht. Yo! Okay. Das hätte ich mir dann eigentlich auch sparen können komplett. Passt auf, ich habe eine geile Idee, was wir jetzt machen. Der läuft mir jetzt ewig hinterher. Ist aber auch nicht so schlimm, denn ich schmeiß das Ding hier rein. Und lauf direkt weiter. Ja, komm. Halt mal den Rand jetzt. Ich hol mir das jetzt direkt da drüben. Gleich das nächste und lass jetzt einfach hinter mir. Die können mich ja verfolgen. Der braucht ja Ewigkeiten, bis er an mir dran ist. Verfolgen mich zwar gleich zu zweit, aber das kriege ich schon irgendwie unter einen Hut. Puh, das war ein bisschen knapp. Der hat mich zum Glück nicht getroffen, der Dulli. Da hinten ist auch dann schon der letzte. Hallöchen! Verdammt! Ich muss das Ding erst pressen! Oh, ich bin so am Arsch! Oh, nö. Wir streamen, bis das Game durch ist, ne? Also es kann jetzt auch noch bis 21 Uhr gehen. Vielleicht geht es auch bis 21:30. Vielleicht ist es aber auch schon um 20:30 durch. Also das kann ich euch nicht sagen. Aber so ein Kapitel dauert schon so seine gewisse Zeit.
Jetzt müssen wir aber mal ganz schnell hier in dieses blöde Gerät rein. Pisst euch lieber mal. Folgen die mir den ganzen Raum. So. Einmal KLG, Leute. KLG habe ich mir gemerkt. Warte mal. Kreuz, lang, gebogen. Naja, das hier. Moin. Richtig gut gesurft. So, dann stellen wir das schon mal entsprechend um. Und ich hole mir... wobei, ich packe das Teil da jetzt erstmal rein. Puh, wir haben die Leitung auch schon fast repariert. Sehr gut. Ein Teil fehlt noch. Das pressen wir jetzt ganz schnell und dann... Bin ich mal gespannt. Denno, magst du Katzen? Ja, mag ich. Hallo, wie geht's dir? Timo on Game. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch, Brudi. Hattet ihr ein schönes Wochenende, Leute? Ja, komm. Musik ist immer schlimmer als alles andere. Ich sag euch, wie es ist. So. Das war der kurze Weg, den wir genommen haben. Geht denn da ab? Ist mir jetzt irgendeiner hinterhergelaufen von den Dullis? Ja, komm doch! Fang mich doch, du Lappen! Ja, na komm! Er denkt, er kann mich schlagen, aber der Typ, der ist einfach ultra langsam. Richtige Dullis sind das. Ich hau das Ding da jetzt einfach rein. Hey! Mal auf jetzt! Nerv mich nicht, Kollege! Ja, jetzt geht er nach Hause, ne? Mach mal schönen Abgang, du Lappen. Hä? Jetzt sind wir... Oh, ist das eigentlich der Bunker? Uff. Das ist interessant, Freunde. Aha. Das ist ein Tresor, oder? So eine Tresoranlage anscheinend. Krass. Uff. Da ist ein Karton. Wir gucken rein. Filme drin. Ah ja, jetzt sind die auch plötzlich da. Die hatten ein Seil dabei gehabt. Look, I know where we have to go, but it's not gonna be pleasant. The Ink Demon has something that we need. Der Tintendämon hat etwas, was wir brauchen. You wanna go to his lair? Are you crazy? Der hat einen Unterschlupf? That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Oh, nee, ne. Ey. Wir müssen gleich den Tintendämon verprügeln. Oh. Some kind of counterbalance. Tommy hat einfach die Tür eingedonnert. Sie wollte irgendwie so ein Gegengewicht finden, oder was weiß ich. Ach, was. Leute, wir sind wieder anscheinend da, wo wir am Anfang waren. Bild. Ich glaube, jetzt passiert gleich was ganz Krasses, ne? Don't make any noise. Wir sind ruhig. Ich will am Fenster stehen. Da ist er. Das ist Bandy. Puh, mit dem muss ich mich gleich fetzen. Kann ich jetzt einfach... Mach keine Geräusche. Und trotzdem laufen die mir wie Dullis hinterher. Da ist der Tod. Kann ich da irgendwas noch sehen? Nö. Aber wir dürfen das Ding immer nicht vergessen, Leute. Hier ist der Tod, ne? Hier kommt jetzt die Tintenmaschine, glaube ich, raus. Yo! Ja, das ist sie. Wow. I've never seen this before. Das ist doch die Tintenmaschine, Leute, oder? I don't see any way Man kann around. Da rein. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't.
We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me. And ich musste jetzt alleine rein. Here. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. Leute, schallert mal ein Like rein, wenn ich den Typen jetzt auf die Frische hau. You can't understand it. It's time. Set us free. Okay, ich mach das. Krieg das hin. Zeig mir nochmal deinen sexy Heiligenschein. Oh yeah. Cool. Und wie kommen wir da jetzt? Muss ich da jetzt? Ja, moin. Kann ich die nicht tragen? Ich kann die doch tragen. Sie hätten mir wenigstens eine Waffe geben können. Ja, finde ich auch. Naja. Halt ohne Waffe, Leute. Das ist das Finale jetzt. Boah, ey. Ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Hier werden alle Charaktere erzeugt, oder? Da ist der Schalter. Da ist der Thron. Hier ist Bandys Höhle. Junge, das sieht heftig aus. Ich setze mich da jetzt erstmal rauf. Geil. Diesen Blick hat der. Der sitzt hier den ganzen Tag und guckt hier so Fernsehen. Auch nicht schlecht. It's simply awe-inspiring what one can accomplish with their own hands. A lump of clay can turn to me if you strangle it with enough enthusiasm. Look what we built. We created life itself, Henry. Der redet mit mir. But in the hearts of those we entertain with our fancy moving pictures. But when the tickets stopped selling, when the next big thing came along, only the monsters remain. Shadows of the past. But you can save them, Henry. You can peel it all away. You see, there's only one thing Bendy has never known. He was there for his beginning. But he's never seen the end. Das Ende. Moin, Bendy! Hallo? Was passiert da denn jetzt? Ja, moin! Hi! Ich wollte doch nicht auf deinen Stuhl gehen! Ja, ich wurde einfach da durchgeworfen. Hä? Digga, guck dir das mal an! Yo! Wer ist er denn? Huh! Hab ich mich verjagt! Digga! Drück mal einen Schalter. Ich hab jetzt mal einen Schalter gedrückt. Yo, okay. Bendy ist gerade übelst transformed. Oh Gott. Der Typ ist überall. Der rennt einfach irgendwo durch. Der bringt mich doch locker um. Wenn der mich umrempelt, ich bin tot. Ah ja, hier ist der Anfang. Ich muss irgendwo die Schalter finden, ne? Das Tintenmonster, Leute. Da ist der Schalter. Digga, hat der Typ mich gerade weggerippt, Mann. Oh, ich wurde so hops genommen. Ach du Heiliger. Es ist Usain Bolt, sein Uropa. Als ob. Puh. Schalter gedrückt.
weiß nicht, wie viele Schalter wir noch drücken müssen oder wo es hingeht. Digga, der Typ ist zu wild. Ich weiß auch nicht, was es ihm bringt, hin und her zu rennen, aber er tötet mich damit immer. Ich verstehe halt nicht, was das hier sein soll, ne? So. Da ist noch ein Schalter. Ich verstehe nicht, wo die restlichen Schalter sind. Ich habe doch schon drei Schalter, vier, fünf Stück gedrückt. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen, Leute. Ich glaube, ich kann abhauen. Ich laufe jetzt. Okay. Tür geht offen. Okay, ja. Die Tür ist offen. Oh nein. Das sieht so aus wie eine Battle Arena. Irgendwelche Generatoren stehen hier. Oh nö. Oh, das wird hier richtig abgehen jetzt. Jetzt gibt's den absoluten Bossfight, ne? Oh, scheiße. Ich werde richtig gegrillt. Da vorne ist noch irgendwie so eine Maschine. Kann ich jetzt hier... Da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Es wird echt immer schlimmer. Daniela Weber schreibt, das wird ja immer schlimmer. Da vorne ist das Rädchen, ne? Hier. Musst du mir die Gegend einmal angucken. Er ist da. Er will sich fetzen. Oh, ne! Als ob! Eins. Ich muss den richtigen Generator finden, oder? War nicht so gemeint, Bandy. War nicht so gemeint. Oh, scheiße. Boah, Junge, der Typ ist gut am Ziehen. Ich weiß doch nicht, wie wir mit dem umgehen sollen. Er hat das kaputt gemacht. Er hat das nächste Ding kaputt gemacht. Noch so ein Ding kaputt. Der macht sich selber kaputt. Ey, Brudi, komm mal her hier. Hallo. Ja, na komm, mein Kleiner. Alles dunkel gerade. Ich sehe nichts mehr. Ich renne zum Schalter hin. Der ist weg. Was geht denn jetzt mit dem Dicken ab? Da ist sein Stuhl. Bin wieder hier. Jetzt wird das Tape eingelegt. Das Ende. Wow! Was passiert da? Blendgranate, gib ihn. Ach du Heiliger. Okay. Wir sind scheinbar wieder in der normalen Welt irgendwie. Ganz normales Zimmer und so. Da liegt noch ein altes Sandwich-mäßig so. 750 Zuschauer sind wir. Cool. Henry. Wer ist er denn? So ist das Joey?
I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, you have questions. 22. August steht da rechts. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, geile Stimme, Bruder. We followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, krass. You were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Uff. Krass, so sind wir da reingekommen? Moin. Heftig, heftig, heftig. Sag ich euch ganz ehrlich, ich bin anscheinend in einem Film. Ich bin einer von den Charakteren, Leute. Ich bin einer von denen. Crazy. Ich bin gespannt, was es zu diesem Spiel noch gibt. Ich würde zu diesem Game gerne nochmal ein cooles Videoformat raushauen, weil das Spiel hat mich schon gut gecatcht, muss ich sagen. Ist nice. Und hier schreibt jemand, Laila Haidari: Schade, ich bin jetzt erst gerade gekommen. Aktivier die Glocke, Laila. Dann verpasst du nichts. Aktivier sie. Und sei Abonnent. Gucken wir mal rein, was dann jetzt zum Ende noch kommt. Gratulation zu deinem Erfolg, dein bester Freund Henry Stein. Tell me another one, Uncle Joey. Verrückt. Verrückt. Wenn ihr mich gemalt habt oder so und ihr mir das gerne mal zukommen lassen wollt, schreibt es gerne in... also könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben, da nehme ich sowas immer entgegen. Oh, warte mal. Was stand da gerade? Ich muss kurz gucken im Stream. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin gerade im Stream am Start. Guck hier gerade so ein bisschen. Da. Die Archive Bonus-Content. Es gibt ein geheimes Kapitel anscheinend. Ich zeig euch kurz. Das stand eben im Stream. Ich habe das Seeing-Tool für alles entdeckt. Das heißt, wir können noch mal reingehen und sehen vielleicht versteckte Dinge. Und wir haben die Archive als Bonus-Content bekommen. Oha. Krass. Das riecht doch eigentlich noch nach einem dritten Stream irgendwann, oder? Was meint ihr, Freunde? Es gibt noch einen zweiten Teil von dem Spiel, okay. Ich hol mal den Chat nochmal ganz kurz rein. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Wochenende wieder zu streamen, Leute. Das Game war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und so Indie-Games und sowas fühle ich auch. Also, das Spiel hat echt eine gute Länge und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Fand ich sehr, sehr nice. Falls ihr mich gemalt habt, ne, wie gesagt, geht halt auf Instagram und schickt mir das da. Ich guck mir das da halt immer am liebsten an und veröffentliche gegebenenfalls noch was. Ja, wir könnten jetzt ja natürlich noch mal was gucken. Hier hat jemand gerade geschrieben, ich soll einen neuen Spielstand aufmachen und das Chapter wählen. Und jetzt können wir ja mal das Chapter durchsehen.
Die Archive. Verrückt! Was? Als ob! Crazy! Leute, das war's mit einer... mit einem geilen Livestream zu Bandy and the Ink Machine. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe heute ein Brick Ricks Video rausgehauen. Würde mich nochmal freuen, wenn ihr darüber schaut. Also es ist einfach geiler Content, auch zu Poppy Playtime. Ich würde es doch mal in die Chatbox hauen. Und ich freue mich, wenn ihr da nochmal rüber guckt. Und vor allem, wenn ihr auch das nächste Mal beim Stream dabei seid. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt unter dem Stream-Bildschirm einfach abonnieren drücken und aktiviert die Glocke, Leute. Das ist der beste Support. Ich bedanke mich an alle Donos für heute und wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Dickes, dickes Küsschen, meine Freunde. Kuss, Kuss, Kuss. Denno out!